Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Sonne tanken. Und heute soll es darum gehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen AC und DC gekoppelten Systemen? Was heißen diese Abkürzungen eigentlich? AC, DC, darauf gehe ich ein. Und dann gehe ich darauf ein, was du bei dir zu Hause vielleicht sinnvollerweise verbauen kannst. Ich gehe auf die Effizienz der Systeme ein, die Unterschiedlichkeiten und wann welches System Sinn macht. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Lass mir einen Daumen hier, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere meinen Kanal gerne, wenn dich solche Themen interessieren. Jetzt viel Spaß im Video. Also zunächst einmal die Abkürzungen AC und DC. Wofür stehen die eigentlich? Und zwar AC für Alternating Current und für DC, das ist die Abkürzung für Direct Current. Da heißt es also, geht es um die Fließrichtung des Stroms. Bei AC ist das eine periodische Schwankung, bei DC Gleichstrom ist es eine gleichbleibende Fließrichtung des Stroms. Und das sind erstmal die größten Unterschiede, also Gleichstrom und Wechselstrom. Im normalen Haushalt hast du bei dir zu Hause den Wechselstrom, den du nutzt aus der Steckdose. Und wenn das jetzt also ein AC gekoppeltes System ist, wie hier der Sonnenspeicher, die Sonnenbatterie 10 Performance, seht ihr hier im Hintergrund. Das ist ein Speichersystem, was AC-seitig angebunden ist, also an den Wechselstrom. Jetzt ist allerdings deine PV-Anlage auf dem Dach mit den Modulen, die liefern Gleichstrom, also DC. Und dieser Gleichstrom gelangt jetzt in den Wechselrichter und wird dort gewechselt sozusagen in den Haushaltsstrom AC, also in den Wechselstrom. Daher auch der Name Wechselrichter, Wechselstrom, das kann man sich ganz gut merken. Und der Wechselrichter stellt jetzt also den Strom als Wechselstrom für dein Hausnetz zur Verfügung. Und da ist jetzt der große Unterschied. Es gibt Wechselrichter, das sind Hybridwechselrichter, die können also den Gleichstrom vom Dach direkt laden in die Speichersysteme, welche DC-seitig angebunden sind, die also mit Gleichstrom beladen werden können. Und dann gibt es wiederum die AC-seitig gekoppelten Systeme und diese bekommen den Strom aus dem Wechselrichter, nachdem der diesen halt in den Wechselstrom fürs Haushaltsnetz gewechselt hat. Und dieser Speicher, der hat jetzt hier drin auch noch eine Power Unit mit eigenem Wechselrichter. Heißt also, dass der Gleichstrom vom Dach kommt, dann in Wechselstrom gewandelt wird, dann hier in der Sonnenbatterie 10 Performance nochmal wieder gewandelt werden muss, um dann in die Batteriemodule geladen zu werden. Und dann letztlich werden die Module beladen und am Ende wieder entladen. Das heißt, nochmal wieder wird der Strom gewandelt und dann dem Haushaltsnetz zur Verfügung gestellt als Wechselstrom, also AC. Und das ist dieser Prozess, wo wir ein bisschen Verluste haben, weshalb man sagt, dass DC-seitig gekoppelte Systeme deutlich effizienter arbeiten mit dem Hybridwechselrichter, der also direkt den Gleichstrom vom Dach in die Batteriemodule laden kann. Und warum nimmt man jetzt das eine oder das andere? Darauf möchte ich jetzt eingehen. Also für ein DC gekoppeltes System spricht sicherlich die Effizienz, denn haben wir gesehen auch in Tabellen, zeige ich hier nochmal. So, hier seht ihr die gerade genannte Tabelle mit der Stromspeicher oder von der Stromspeicherinspektion 2022 von der HTW Berlin. Und hier seht ihr auch die Gewinner des diesjährigen Tests, und zwar ist das RCT Power mit einer Wahnsinnseffizienz hier oben im A-Bereich, und wir sind hier im, da wurden Systeme mit 5 kW verglichen, hier farblich zu erkennen, und hier 10 kW, das ist das 10 kW System. Und da habe ich gerade darüber gesprochen, dass die DC-Systeme hier oben sehr effizient abschneiden. Also RCT Power, da habe ich ein Video mal zu gemacht, blende ich euch hier oben den Link ein zu dem System. Dann aber auch hier die Kombination aus Fronius Symo Gen 24 Wechselrichter mit einer BYD Battery Box Premium HVS 10.2, auch sehr effizient, gefolgt hier von Carco und Kostal. Also hier sind wir überall noch im Effizienzbereich A, Effizienzklasse A.
Und AC-Systeme sind zum Beispiel hier unten jetzt zu sehen, ein bisschen weiter unten angesiedelt. Die Sonnenbatterie 10 ist im Effizienzklassenbereich D angesiedelt. Das ist jetzt die 10er, nicht die 10 Performance. Das fände ich nochmal ganz interessant, wo die abgeschnitten hat. Aber man sieht, das ist ein ganz schöner Sprung von AC-Systemen zu DC-Systemen. Daher auch ja, bei Neuplanung einer Anlage sollte man hier da einen Blick drauf werfen und das Ganze im Kopf haben auch, dass durchaus die ein oder andere Kilowattstunde, also pro Jahr wirklich mehrere hundert Kilowattstunden, durch die Wandlungsverluste hier quasi verloren gehen, wenn man auf ein AC-System sich da fokussiert, und die DC-Systeme können da deutlich effizienter arbeiten. Habe ich auch ein Video gemacht hier, Speichervergleich. Die sind effizienter, die DC-gekoppelten Systeme. Und wenn du eine PV-Anlage neu planst und dir sicher bist, okay, ich möchte hier einen Hybridwechselrichter verbauen und ich weiß auch ein Speichersystem, was dazu passt, dann möchte ich hocheffizient arbeiten und nehme also ein DC-gekoppeltes System, dann bist du da sicherlich auf einer guten Seite. Wenn du jetzt aber schon eine Bestandsanlage hast und zum Beispiel im Nachhinein noch darüber nachdenkst, die Photovoltaikanlage um einen Speicher zu erweitern, dann ist es so, falls du nicht schon einen Hybridwechselrichter installiert hast, was einige machen in weiser Voraussicht, aber wenn du einen normalen Wechselrichter installiert hast, dann schmeißt man den meistens nicht unbedingt raus, um dann noch ein Speichersystem zu installieren. Und hier kommen dann die AC-gekoppelten Systeme ins Spiel, denn dafür ist das dann recht attraktiv. Das kann normal in das Hausnetz eingebaut werden, auch im Nachhinein nachgerüstet werden und funktioniert dann super, auch wenn du nicht ganz so effizient dann arbeiten kannst, beziehungsweise das System nicht ganz so effizient arbeiten kann. Was ich aber noch dazu sagen möchte, ist, dass auch Sonnen die Möglichkeit hat, DC-seitig angebunden zu werden, allerdings nicht mit allen Systemen. Da müsst ihr euch also vorher unbedingt schlau machen. Aber man kauft ja auch mit so einem Speicher zum Teil, jedenfalls jetzt hier bei Sonnen, da kann ich darüber berichten, weil ich ihn hier stehen habe, ein System, was nicht nur der Speicher ist, sondern auch ihr habt eine bestimmte Freimenge, ihr seid in dieser Community mit drin, unterstützt das Netz, also Sonnen unterstützt das Netz mit den Tausenden von Speichern, die installiert sind. Ist ja die Idee, eine Netzstabilisierung durchzuführen, und der Speicher wird also auch mal aus dem Netz beladen oder entladen, um das Netz zu stabilisieren. Dafür bekommt ihr eine Rückvergütung, und das ist jetzt hier halt bei diesem Speicher das Besondere. Man kauft nicht nur den Speicher, sondern auch diese Serviceleistungen dazu, beziehungsweise auch die Freimenge für den Strom. Da müsst ihr also genau gucken, macht das Sinn für mich? Möchte ich das? Finde ich das unterstützenswert oder nicht? Was möchte ich selber? Also da genau prüfen. Und es gibt ja noch andere Cloud-Anbieter, die dann auch mit ihren Speichern zusammen eine Cloud anbieten. Und auch diese Systeme sind meistens AC-seitig angebunden. Also da macht es Sinn, auf jeden Fall zu schauen, was möchtest du? Was ist dein Ziel? Möchtest du ein sehr effizientes System? Planst deine Anlage gerade? Dann würde ich sagen, schau dich unbedingt bei den DC-gekoppelten Systemen um, weil die halt effizienter sind. Und möchtest du deine Anlage aber aufrüsten? Dein Wechselrichter funktioniert noch, du hast keinen Hybridwechselrichter und findest die Kosten für einen neuen Wechselrichter zu teuer, möchtest aber trotzdem einen Speicher installieren, weil du das einfach als sinnvoll für dich erachtest und das geprüft hast für dich, dass es wirtschaftlich auch Sinn macht, dann schaust du dich bei AC-gebundenen Systemen um und kannst dann deine Entscheidung treffen. Das war jetzt ein relativ kurzes und knappes Video dazu, was eigentlich AC und DC ist, und ich hoffe, das hat dir geholfen, die Unterschiedlichkeiten von diesen Systemen ein bisschen besser zu verstehen. Wenn dir das gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hier und ein Abo, da freue ich mich. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei der Planung deiner Anlage. Schau dich gerne in meiner Playlist Planungshilfen um. Da findest du noch ein paar Info auch zur Speichergröße. Und jetzt erstmal alles Gute.